Liebe Studierende, liebe Angehörige der FAU, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Er war bereits vor gut einem Jahr in meiner Reihe hier als Gesprächspartner zugegen. Wir haben damals über das neue Coronavirus gesprochen, Covid-19. Jetzt bin ich sehr gespannt, was nach einem Jahr Neues aus der Forschung zu berichten ist. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Klaus Überler von unserem Institut für klinische Virologie. Wie geht es Ihnen? Schönen Nachmittag erstmal. Mir geht es eigentlich ganz gut und ich glaube besser als vor einem Jahr. Das freut mich und ich habe in der Einleitung schon gesagt, wir haben uns damals in dieser Reihe über das neue Covid-19-Virus unterhalten. Was gibt es denn nach einem Jahr Forschung Neues zu berichten? Und vor allem interessiert mich, was haben Sie in dieser Zeit über das Coronavirus gelernt? Das ist eine sehr breite Frage natürlich. Und ich versuche das mal so ein bisschen zu strukturieren. Zunächst vielleicht mal, was hat die Wissenschaft in dem letzten Jahr gelernt? Und da ist es einfach in einem atemberaubenden Tempo, sind neue Erkenntnisse eingegangen darüber, was das Virus ist, wie das Virus sich in Zellkultur vermehrt, wie es sich im Patienten ausbreitet, zu welchen Symptomen die Virusinfektion führt, aber auch wie das Virus sich in der Bevölkerung ausbreitet, wie es sich verändert im Laufe der Zeit. Wir haben über Eindämmungsstrategien gelernt. Besonders spannend fand ich, dass praktisch jedes Fachgebiet sich gefragt hat, was können wir mit unserem Erfahrungsschatz, mit unserem Wissen zur Bekämpfung der Pandemie beitragen. Und das hat, glaube ich, sehr wichtige Impulse gegeben. Die Ergebnisse sind inzwischen, ich glaube, in weit über 100.000 Publikationen dokumentiert. Und da muss sich jetzt jeder selber heraussuchen, was für ihn letztlich das Spannendste ist. Bei all dem Leid, das die Pandemie verursacht hat, war es natürlich für einen Virologen fachlich ein extrem spannendes Jahr. Wir konnten in Echtzeit die weltweite Virusausbreitung verfolgen. Wir konnten verfolgen, wie sich das Virus verändert, also Virusevolution beobachten. Bei der molekularen Charakterisierung der Auswirkung einzelner Mutationen hinken wir natürlich hinterher, aber auf der Ebene der Population, der Viruspopulation, ist die Geschwindigkeit der Selektionsprozesse schon extrem beeindruckend. Und das beste Beispiel dafür ist einfach zum Beispiel, wie sich die britische Variante innerhalb weniger Wochen in Populationen mit über 100 Millionen Individuen letztlich durchsetzen konnte. Das mal so ein bisschen von der Seite der Epidemiologie. Als jemand, der seit 25 Jahren an genbasierten Immunisierungsstrategien und viralen Vektorimpfstoffen im HIV-Feld und teilweise auch im RSV-Feld arbeitet, ist es natürlich eine tolle Bestätigung, jetzt zu sehen, dass diese Technologien eben erfolgreich bei der Bekämpfung der Pandemie sind. Das kann man auch so betrachten, dass eben Technologien, die wir für eine ganz andere Anwendung initial entwickelt haben, sich jetzt auf einmal für die Gesellschaft in einem anderen Feld auszahlen. Und das ist, glaube ich, auch ein Plädoyer eben für die breite Grundlagenforschung, die dann eben hier den Nutzen letztlich für eine Gesellschaft ausmacht. Und häufig kann man dann gar nicht so vorhersagen, in welchem Bereich das wirklich dann sich bemerkbar macht. Wir müssen bei den ganzen Erfolg, den diese Impfstoffe gezeigt haben, aber auch bedenken, dass dabei viel Glück dabei war. Dass die mRNA-Impfstoffe so wirksam sind, ist ein absoluter Glücksfall. Vor 3 Jahren hätten wir diese Technologie vermutlich noch gar nicht in diesem Tempo entwickeln können.
Es hätte genauso gut sein können, dass die Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe sehr viel größer sind, dass die Anwendung dieser mRNA-Impfstoffe aufgrund der Nebenwirkungen möglicherweise gar nicht machbar gemacht wäre. Ne? Sie haben zwei wichtige Punkte angesprochen. Der eine ist, der Weg in Richtung Normalität ist jetzt gezeichnet. Wir sehen durchaus jetzt Land. Und der zweite Aspekt, auf den ich auch kurz noch mal eingehen möchte, ist das Thema Grundlagenforschung. Ich meine, die Normalität, die wir heute oder die wir jetzt im Blick haben, die gäbe es nicht, wenn es nicht die Impfstoffe gäbe, die heute zur Verfügung stehen, die ja in Rekordzeit letztlich auch zugelassen wurden. Und die Grundlagenforschung an der FAU hat sich übrigens auch verändert im Rahmen der Corona-Pandemie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU sind in den verschiedensten Bereichen jetzt mit Forschungsthemen befasst, rund um das Coronavirus, also von der Virologie angefangen über die Mathematik bis hin zu den Arbeiten, die wir bei uns hier im Department Psychologie beispielsweise am Laufen haben. Und im Rahmen der Reihe haben wir darüber auch sehr ausführlich berichtet. Damals haben Sie uns auch in dem ersten Gespräch erklärt, dass Sie auch an einem Impfstoff arbeiten und an einem Impfprinzip. Sie haben sich mit Ihrer Forschung mit passiven Impfstoffen gegen Corona beschäftigt. Jetzt haben wir BioNTech, AstraZeneca, Moderna. Wir kennen die ganzen Vakzine, die jetzt auf dem Markt sind. Dennoch die Frage, welche Erkenntnisse nehmen Sie denn aus Ihrem Forschungsprojekt mit zu passiven Impfstoffen? Ja, also wir sind weiter dabei, an diesen passiven Impfstoffen zu arbeiten. Wir glauben auch, dass sie benötigt werden, zum Beispiel für Personen, die aufgrund ihrer Immundefizienz auf eine Impfung nicht ansprechen würden, auf eine aktive Impfung. Die Personen kann man bei einer entsprechenden Gabe der Antikörper letztlich dann schützen. Wir hatten ja bereits im Mai letzten Jahres die ersten sogenannten neutralisierenden Antikörper. Inzwischen konnten wir die Wirksamkeit dieser Antikörper im Tiermodell zeigen. Wir wissen, dass einige dieser Antikörper auch gegen die britische und südafrikanische Variante hoch wirksam sind. Und rückblickend war, glaube ich, das größte Problem, rasch eine Finanzierung für die klinische Entwicklung zu bekommen. Wir haben vom BMBF rasch eine Projektfinanzierung für die präklinische Entwicklung in Höhe von 500.000 Euro bekommen. Das hat uns in der Anfangsphase geholfen, das weiter voranzutreiben. Aber zum Vergleich dazu, die amerikanische Regierung hat Regeneron, das ist der Hersteller der ersten monoklonalen Antikörper für die passive Immuntherapie, bereits im Mai letzten Jahres mit $300 Millionen unterstützt. Und in diesem Wettbewerb konnten wir von der Geschwindigkeit her einfach nicht mithalten, obwohl unsere Antikörper vermutlich genauso gut sind. Ja, wir arbeiten weiter dran. Wir haben Untersuchungen zur Resistenzentwicklung gemacht. Wie kann das Virus unseren Antikörpern entkommen? Wo treten diese Veränderungen auf? Wirken unsere Varianten, wie ich schon sagte, unsere Antikörper gegen verschiedene Virusvarianten? Und wir untersuchen auch im Tiermodell letztlich die Wirksamkeit. Und jenseits der Impfung gab es ja an Ihrem Forschungsinstitut auch einen schönen Erfolg. Unser beider Kollege Professor Dr. Schubert konnte bestätigen, dass Nasenspray mit einem bestimmten Wirkstoff sehr gut gegen eine Infektion mit Covid-19 hilft. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen, lieber Herr Überler? Ja, da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, vielleicht nur so viel. Der Wirkstoff in diesem Nasenspray, die Karagellose, hemmt im Labor sehr erfolgreich die Virusvermehrung. Die erste klinische Testung hat ganz vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Und jetzt stehen mit dieser ja klinisch bereits einsetzbaren mit diesem klinisch bereits einsetzbaren Medikament
weitere systematische Untersuchungen an, um die Wirksamkeit wirklich zu bestätigen. Können wir denn in Zukunft mit weiteren Medikamenten rechnen, die, wenn man sich mit Covid-19 infiziert hat, die Krankheit dann auch entsprechend stoppen können, beziehungsweise auch die Langzeitfolgen ausschließen lassen? Ja, das war ein Bereich, wo ich gedacht habe, dass wir schneller vorankommen. Also da hatte ich gedacht, dass wir eben jetzt bereits erste Medikamente hätten. Die Schwierigkeit liegt aber vermutlich darin, dass wie bei anderen viralen Atemwegserkrankungen das Virus eben sich sehr rasch ausbreitet. Und zu dem Zeitpunkt, wo Symptome auftreten, hat sich das Virus in den Atemwegen schon so weit ausgebreitet, dass dann eine Hemmung der weiteren Virusausbreitung gar nicht so große Effekte mehr hat. Denn die Symptome treten im Wesentlichen durch Entzündungsreaktionen und unsere Immunantwort auf, die eben versucht, die virusinfizierten Zellen zu eliminieren. Das heißt, hier muss man entweder sehr früh mit antiviralen Medikamenten reingehen, in der Frühphase, schwierig, weil zu dem Zeitpunkt eben möglicherweise noch gar keine Symptome vorliegen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Anlass jetzt, sich zu therapieren. Und eben, oder diese dann eben kombinieren mit Sachen, die die Entzündung hemmen und eben von der Seite dann die Symptome lindern. Das ist ein klarer Hinweis. Wir müssen schauen, dass wir die Impfquote erhöhen können. Ja. Nur dann werden wir zu unserem gewohnten Leben in der Form wieder zurückkehren können. Zurzeit ist knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung erst, also einmal geimpft. 20% der Bevölkerung sind zweimal geimpft und damit immunisiert. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass wahrscheinlich die Impfwirkung nicht dauerhaft bestehen wird, sondern dass man nach 6 Monaten, nach 9 Monaten erneut impfen muss. Sehen wir jetzt das Problem auf uns zurollen eines Impfkreislaufes, so wie wir es auch in der Grippeimpfung kennen, dass wir einmal im Jahr mindestens geimpft werden müssen? Also ich glaube, dazu ist es noch ein bisschen früh. Die Immunantwort, die wir jetzt sehen, ist und die Wirksamkeit ist so viel besser wie bei den Grippeimpfstoffen, dass es durchaus sein kann, dass die Impfstoffe für einen Zeitraum von vielleicht 2, 3 oder auch 5 Jahren die schweren Verläufe verhindert. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, den wir im Moment im Auge haben. Das sind Spekulationen, das muss man, glaube ich, abwarten. Und das Ganze, die Dauer der Impfwirksamkeit hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob wir neue Virusvarianten sehen, die den Impfschutz komplett unterlaufen. Bisher ist das noch nicht so wirklich der Fall. Aber da müssen wir natürlich weiter, glaube ich, achtsam sein. Mhm. Wenn man sich die Nachrichten von heute anschaut, die bayerische Staatsregierung hat umfangreichende Lockerungen heute bekannt gegeben. Können wir tatsächlich auf ein baldiges Ende der Pandemie hoffen, so wie wir uns das alle ja innigst wünschen? Ja. Also ich glaube, zumindest über den Sommer haben wir jetzt etwas Zeit gewonnen, um wieder Luft zu holen. Und im Herbst ist für mich das wahrscheinlichste Szenario, dass ein ganz überwiegender Anteil der erwachsenen Bevölkerung geimpft ist. Das ist durchaus vorstellbar, dass das in der Größenordnung von 80% der Bevölkerung ist, die damit im Prinzip aller Wahrscheinlichkeit nach geschützt vor den schweren Verläufen sind. Etwas anders wird es in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen aussehen. Da werden die Impfraten vermutlich niedriger liegen. Das ist aber in dieser Altersgruppe nicht so problematisch, denn der allergrößte Anteil der Kinder, die eine SARS-Coronavirus-Infektion durchmachen, haben einen ganz harmlosen Verlauf oder sogar einen asymptomatischen Verlauf. Und die Anzahl der tödlich verlaufenden Fälle in Deutschland liegt bei Kindern und Jugendlichen liegt in der Größenordnung von 10 bis 12. Und
Damit ist die Schwere der SARS-Coronavirus-Erkrankung, zumindest mit den jetzigen Varianten, nicht schlimmer als das, was wir über Jahrzehnte mit der Influenza beobachtet haben und dort akzeptiert haben. Diese starke Altersabhängigkeit in der Schwere der Erkrankung ist etwas, was wir, glaube ich, berücksichtigen müssen. Und da kann es durchaus akzeptabel sein, die Schulen zu öffnen, Infektionen bei Kindern zu akzeptieren und es letztlich den Kindern und ihren Eltern freizulassen, ob sie die Kinder impfen lassen wollen oder nicht. Ich glaube, wenn wir noch mehr über die Nebenwirkungen oder die Sicherheit, muss ich sagen, der Impfstoffe bei Kindern wissen, kann man auch eine stärkere Empfehlung dann für die Impfung geben, als dies im Moment der Fall ist. Erlauben Sie mir noch eine abschließende Frage. Inzwischen tauchen in den Medien ja erste Berichte auf über potenzielle Nachfolger von Covid-19. Ist es aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass wir in Zukunft wieder mit einer Pandemie in dem Ausmaß, wie wir es jetzt kennengelernt haben, konfrontiert werden? Ja. Die Pandemien in der Vergangenheit waren immer dadurch bedingt, dass das Virus von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, dass das Virus sich dann auf eine Ausbreitung im Menschen angepasst hat, dass das Virus sich auf eine Ausbreitung im Menschen angepasst hat und sich dann in einer nicht immunen Bevölkerung rasch ausbreiten konnte. Man hört jetzt immer wieder die Argumentation, dass durch die Umweltzerstörung der Kontakt zwischen Tier und Mensch zunehmen würde. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich plausibel. Denken Sie nur daran, dass früher Tiere auf dem eigenen Hof gehalten wurden, dass teilweise sogar im Haus die Tiere gehalten wurden. Insofern hat sich aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von neuen pandemischen Erregern nicht wirklich verändert oder zumindest oder auf keinen Fall erhöht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit dem sich ein neuer pandemischer Erreger letztlich ausbreiten kann. Aber die Wahrscheinlichkeit des Entstehens neuer Erreger, die ist de facto gleich geblieben. Und deshalb müssen wir weiter mit Auftreten neuer pandemischer Erreger rechnen. Aber ob das jetzt in 3 Jahren, 30 oder 100 Jahren ist, das ist einfach nicht vorhersagbar. Herr Überler, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, Sie Tschüss. Auch. Wiederschauen. Tschüss. Ciao.